Hallo und herzlich willkommen im Luftschutzbunker. Also, Höhepunkt unserer Reise ist hier das Training im Atomschutzbunker. So wurde es uns jedenfalls genannt und verkauft. Also die Tür wird auf jeden Fall den Atomkrieg nicht überstehen. Nee. Let's go. Okay, das ist. Da muss ich alles pixeln. Kannst du nicht mal fragen, wie man darauf kommt, hier ein Studio zu machen? Kakos je se setio da da ovdje otvoriš studio? Ovo je bunker, tako, ovo je atomska stvar. Ne, ovo je zajednička prostorija. Da. Teo sam da napravim teretanu koja ne postoji u gradu. Da bude najbolja, najjeftinija i najpristupačnija. Also er wollte Studio öffnen, das das noch nicht gibt, das wirklich gute Voraussetzungen liefert, das günstig ist und ja. Darum ist er darauf da. Ja, das war im Prinzip sein. Und das da hinten, wo diese Türen sind, das ist dann der richtige Bunker. Da geht es noch genau, tiefer, genau, oder genau, richtig. Da dođeš kad dođeš, da vežbaš koliko hoćeš i da platiš kad hoćeš. Genau, und er sagt, man kann kommen, wann man will, man kann bezahlen, wann man will und man kann gehen, wann man will. Also im Prinzip, ja. Da kad dođeš, vreme stane. Kad završiš, ideš kući. Perfekt, also wenn man kommt... Wenn man kommt, dann steht die Zeit still. Wenn man geht, dann geht die Zeit weiter. Oder irgendwie Toilette oder sowas? Übersteuern. Nein, er. Er hat eine Toilette. Hatte. Ich muss das gerade mal wegkippen. Wegschicken will ich das. Er hat gesagt, alles ist erlaubt. Also mal ganz ehrlich, hast du schon mal jemals so ein Studio gesehen? Oder in einem solchen trainiert? Nope. Also ich muss sagen, ist schon, hier drin ist schon wirklich cool. So. Ja. Also ist schon Weltpremiere, ne? Ja. Das ist schon Weltpremiere. Hast du schon mal sowas gesehen? Nee, das ist mega. Ich habe auch gerade so schon gesagt, viele machen ja so auf Hardcore und so, aber das ist halt, man sieht, wie lange das gewachsen ist, wie lange ist das schon auf. Also das kannst du ja nicht mal eben machen so. Das muss ja schon ein paar Jahre, auch hier das Aroma und so. Alexandra! Das braucht ein paar Jahre. Ja. Naja, warst du mal in England? Aber das kommt vom Doria, das gibt's ja nicht mehr, ne? Boah, ja. Da ging es natürlich anders. Warst du da mal drin? Ja, ja. Aber es gibt's ja nicht mehr, ne? Birmingham und London, da gibt's Studios. Birmingham, wo wir da waren, habe ich... Hi, Secretary Alexandra. Hallo, Alexandra. Hallo. 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 Hey, kann ich mich da drüber? Wenn ihr was braucht, dann könnt ihr sie fragen. Super. Ja. Pošto ja ne znam engleski, Aleksandra, I speak English. Okay. I would like to know where the sauna is and everything. Where the sauna is. The wellness area. There is no area. You also train here? Sorry, what? You also train here? Yes. Yeah. Only 2 months. This is the 3rd month. Okay. Ich
Rutscht unheimlich gut auf den Tüten. Ich habe das schon mal gemacht. Ja. Holla. Soße. Fleiß. Das Studio würde den Namen Eisenkönig noch mehr gerecht machen. Geil ist, wenn du jetzt hier lang hinten durchgehst, da gibt es glaube ich Gänge, wenn du da reingehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du nie wieder zurückfindest. Das ist barbarisch. Nur ein bisschen ballern willst, dann. Das ist Bombe hier. Kommst du hier gut zurecht? Ja. Hier fängst du mit den Ecken an. Guck hier. Ja, Alter. Da brauche ich mal jetzt eine Taschenlampe oder sowas. Aber hier siehst du nichts mehr. Ach du Scheiße. Trappenlicht. Ist Trappenlicht? Ja. Geil. Ist vorbei im Trainingsbereich. Ja. Also auf jeden Fall sollte man sich hier wahrscheinlich nicht aufheben. Ah, da rechts geht es auch noch mal weiter. Lass mal die Lampe an. Flaschen. Da links geht es auch noch rein. Krieg. Der Typ? Ja. Okay. Traumatisiert. Ajde da te intervjušemo malo. Pa ajde slobodno, molite, ajde, kaži šta mi intervjuje. Znači on će da pita, a ja ću da prevodim. Ajde nek pita, Sale! Šta? Sale! Ako treba da pita momke, da ide su neke svoje mišljenje. Leute aus Deutschland, die sind jetzt hier im Urlaub, die möchten, wie funktioniert das, wenn die jetzt hier hinkommen, die möchten hier trainieren. Wie findet man das, wie nimmt man den Kontakt auf, wie kann man hier trainieren? Okay. Znači, ako dolaze gosti, da kažem iz inostranstva, neki turisti isto, da. Znači videli su ovo, hoće da dođe kod Slavka da treniraju, gde da se jave? Gde mogu? Besplatno teretana na Vidikovcu, svi znaju ko je Slavko. Okay, ali pa mislim, ono, besplatno, ja sagt, Sie können einfach herkommen, Gäste sind bei ihm immer willkommen und ausländische Gäste sind immer herzlich willkommen, also einfach nur herkommen. Radi popularnosti sporta i podizanja fizičke kulture na jedan veći kvalitativni nivo. Genau, den Sport zu fördern, die Lifting-Kultur zu fördern und damit man einfach gesund bleibt. Irgendwas Offizielles hiervon? Wir haben eine Instagram-Seite, die da kommt. Immer. Okay, gibt's, ja. Dann bauen wir die in die Beschreibung unten. Machen wir. Welche Verbindung hat er zum Bodybuilding? Hat er selber Wettkämpfe gemacht? Ja, yes, ili ti sam pre, dok si bio, kažem, es bio aktivni takmičar. I dan danas sam aktivan, znači imam 66 godina, Miloš zna. Da, nećemo da gledamo ličnu kartu. Ja sam disciplina snage, Miloše. Ne, sve okej, da. Miloše! Znači, ja sam disciplina snage. Miloše! Dođi bre ovamo.
E. Objasni da sam disciplina snage, da guram velike težine, da sam digao 230 bez pomagala. U, na čemu? Šta? Na benču. Also 230, also seine Eckdaten sind also 230 auf der Bank, also das sind, ich schätze Takmiches, das ist Takmiche Powerlifting, will ich die Aktien hat immer nach Bodybuilding. Bench Press, also er war ein Bench Press Competitor. Und 230 ist seine Maximalleistung, er ist jetzt 66 Jahre alt und ist immer noch am Eisen und ja, wird immer am Eisen bleiben. Ja. Und also er sagt das nicht nur, sondern da gibt es Videobeweise für. Die kann man ja vielleicht... Nema lažnih težina, nema ništa. Und keine Fake-Gewichte, also keine Fake-Scheiben, nix. Also das war wirklich raw. Und da gibt es noch Videos dazu. Also. Ovoga puta Srbi ne lažu. In diesem Fall lügen die Serben nicht. Also das ist jetzt wirklich was, da steht dahinter und da gibt es wirklich Beweismaterial. Was sind das? Kannst du ja auch schätzen. What is his name? Roman. Roman? Yes. Pitbull. Pitbull? Ja. Ja, Milos. Kilo, Leute. 75. Tim, wir sind die Nächsten. Ja, und die Hose ist ein Trinkbild drüber. Ich bin hierher gelockt, indem ich gesagt habe, pumpst du schnell ein bisschen Brust durch, zwei, drei Übungen. Und jetzt kommen da, hier sind die Nächsten. Kommen noch mit diesen komischen Zuständen hier um die Ecke. Okay, aber... Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen hier. Ich wollte gerade sagen, aber... Dann ist die Takeover. This is your turn. Also nochmal. Wo ist er? Ah. Ist er weg. Lass ihn mir noch. Danke. Ja, kannst du mir das angeben? So, die Gulli. Ein bisschen schneller, das tut schon langsam weh hier. Diese komische Schweißnaht drückt sich in mein Bein.
Okay. No, no. So. Yeah. Ah. Okay. Und ich auch? Ja, ja, no, no. No? No. Auf geht's. Wunderschöne Ausführung, Hoffmann Bodybuilding. Kann der kleine Timmy noch was lernen hier beim alten Hasen? Habe übrigens schon mal einen geilen Tipp gegeben. Den setze ich jetzt so um seit einer ganzen Zeit. Und zwar die Handgelenke beim Bizep Curl so ein bisschen abzuknicken und die Handel auch nur so in die Hände, in die Finger so reinzulegen. Kriegt man noch mehr Zug in den Bizepskopf. Einmal. Schön, bravo, ja, alles schön. Okay, okay. Was kommt denn da? Was? Gewichte bitte nicht fallen lassen. Nicht schlecht. Nee, passt. Die Leute, die können hier 24 Stunden trainieren? 24. 24 Stunden am Tag? Nein, nein. Oder 7 oder 6:30 do 24:00. Von 6:30 bis Mitternacht. Und er ist immer hier die ganze Zeit? Es ist uvek tu, ist u okolini uvek. Jesam, ali je klizno, vreme, zato što telefon, ljudi me zovnu i ja idem. Das ist Gleitzeit im Prinzip. Serbische Gleitzeit heißt im Prinzip, sie rufen ihn an und dann kommt er. Aber on demand geht auch früher. Ja, stanujem blizu. Tako da nema nikakve u ovoj zgradi. Okay. Also er ist aus der Neighborhood, also er ist vor Ort. Okay, er ist immer vor Ort, ja. No, is that where I am? No. Okay. It's a push. Alone. Three. Okay. Wie läuft die? Ist cool. Da muss doch dein Maschinenbauerherz muss doch da hier aufgehen. Ja, ja. Umlenkrolle und so. Nee, ist ganz cool. Mag ich. Aber die kenne ich. Ja? Hm? Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht irgendwie Galaxy oder sowas ist. Okay. Yes. Okay. Yeah. One Milos. Five. Yeah. Four. Yeah. Three. Yeah. Two. Yeah. On the last one. Yeah. Oh, what?
Ein Hübscher, hä? So ein Hübscher. Hä, Roman? Er ist sehr, sehr stolz, dass der Besuch da ist und hat auch gesagt, dieses Gym hat er nie geschlossen. Also selbst während des Bombardements in den 90er Jahren haben die Jungs da trainiert und er war immer hier. Vazdušnom linijom ima vojni objekat Straževica. Amerikanci su ga gađali sa krmačom onom od jedne tone, a mi smo vežbali ovde. Genau, wo dann die Amerikaner mit einer, ja, ich kann es nicht anders sagen, mit einer riesigen Bombe hier einen Kilometer Luftlinie von hier, die runtergelassen haben, hat es da wirklich ordentlich Bums gemacht, aber die Jungs haben hier trainiert. Prozor, kažem. Stokoj. Ah, okay. Kažem, Stokoj. Während des Bombardements sind dann halt einfach, während den Einschlägen, sind dann einfach die Fensterrahmen aus dem Rahmen. Ali, mi smo trenirali dalje. Und sie haben weiter trainiert. Normal. Okay. One more rep. Wie alt ist das schon jetzt? 40 Jahre. 40 Jahre? 40 Jahre. Er macht seit 40 Jahren, macht er das. Koliko? 40 godina, tako. Šta? 40 godina posle tartana, koliko da znam? Od 96. Von 96. 96 Jahre. Also 25 Jahre. Zuerst waren es 60 Quadratmeter und jetzt hat er auf 260 oder 66 Quadratmeter ausgebaut. Ich hätte selbst hier sogar schon ein paar Errungenschaften für meine Eisenhöhle. Ja? Ja, obwohl das so richtig altschool ist, aber so zwei, drei Sachen würde ich sogar gerne mitnehmen. Ach nee. Hast du gesehen, guck Tim, wer hier hängt? Ist das für Dennis James, oder? Ja. Ich hab's auch gedacht, Freunde. Big Damn James. Cool. DJ. Was ist ein sechser Bock? Ein starker sechser Bock. Ja, das ist Rehwild, männlich, nennt sich Bock. Und Sechser heißt im Prinzip einmal nur die Stangen. Drei und drei gibt sechs. Hat er den geschossen? Nee. To je dono neko. Znači, kako da objasnim, svaki vežbač dođe ovde da ostavi neki svoj trag. Genau. Jedes Mitglied hinterlässt hier seine Spur. Okay. Das ist dann einer von... Neko donese, neko zastavu, neko uradi grafit, neko... Ja genau, jeder macht irgendwas, ein Graffiti, bringt irgendwie einen Mittelpinsel mit, neko so... Skine saobraćajni znak sa ulice. Genau, es gibt Leute, die kommen mit Verkehrsschildern unter dem Arm, aber jeder bringt irgendwas Persönliches mit. Ja. A najjači dečko u teretani slomio šipku, vidiš, ova šipka. Šta se ljubi? Evo, gledaj, najjači dečko polomio šipku. Der Stärkste im ganzen Gym hat die Stange verbogen. Das ist Zirko, der Stärkste, der Stärkste, der Stärkste. Matze, sowas ist ja mein Ding. Den finde ich auch toll, aber da muss dreimal einen Tag raus und der bleibt dann nicht so. Ja. Yeah. Thank you.
Mr. Aleksa Bukanović, koji mi je pomogao da ono što sam ja osmislio, da omogući meni da ja to realizujem. Genau. Also er ist im Prinzip der Präsident des Hauseigentümerverbandes und er hat ihm bei der Umsetzung geholfen und einfach, dass er sowas überhaupt hier realisieren konnte. Ich habe mich nämlich gefragt, wie einfach oder schwer das eigentlich ist, sowas dann überhaupt hier umzusetzen. Es ist in Serbien, wie gesagt, in Serbien umsetzbar, aber es ist auch nicht, es hat auch nicht gang und gäbe sowas. Aber er hat ihn unterstützt immer und dank ihm ist das Ganze hier eigentlich auch mitentstanden. So, er spricht Englisch. I said already before, I've seen gyms all over the world, but this is really, really, really special. Yes, it's kind of a place where we can make a training, and it became spontaneous. Yeah. You know, it was just a shelter and the underground of this house, this building, and it was nothing here. And Slavko at one day decided, asked me what to do, and he arranged this space. In the beginning, it was just a small part of this place. By the time it was developing, and now you can see here is more than 200 square meters, you know. And it's kind of Bronx. It's kind of Bronx fitness, you know, like in New York. What I think is so special about this place is that you can really feel and see the passion for fitness, bodybuilding, powerlifting, yes, whatever. The essential of this place is real basement of the sport training of weightlifting. Yeah, no modern fancy nothing stuff. Fancy. It's really like what the sport is about. Just essential in the essential meaning of pure weightlifting. Because it was nothing to do with commercial fitness or something like that. He was one of the best weightlifter of former Yugoslavia with his results in 70s and 80s. And then he decided to put his reflection of meaning of sport in this space. And here you can see here you can find weight bars for weightlifting, Olympics bars, maybe 15 or 20. Many weights to make real exercising, and that's it. Nothing to do with commercial fitness, just pure weightlifting. No, many of professional sportsmen of Belgrade used to came here to train. Me too. I was a professional volleyball player, and from the 1996, when it was founded, I made my training here, you know, and it was really good. That's it. Er hat was sehr Überzeugendes, wenn er sagt, ich soll mitkommen. Tirko, što je slomio šipku? Tirko, Tirko, slomio šipku. Er hat verbogen. Genau. Er ist der stärkste und der hübscheste. Echt? Ja, Tirko, slomio šipku. Hat er nicht noch was anderes, was verbiegen kann? Može reći nešto slabije. Tirko! Tirko, opasan. Opasan, kaži. Opasan na engleski. He's very dangerous. Very dangerous. He's very dangerous. Tirko. Red danger. Ah, I see. Und nein, Deutsch. Da, da. Ich wusste gar nicht, dass jemand so professionell ist. So massiv, halt, ja. Ja, Matze, wenn ich hier jetzt noch schön Heavy Metal ballern würde, dann wäre perfekt. Aber wegen dir und wegen YouTube und irgendwelchen
Urheberrechten. Ich leg's drüber, aber leider auch nur GEMA-frei. Can I ask you, what do you like about the gym? I like the people, everything. It's not like a fancy gym. You don't need a fancy, no, modern gym. Not at all. Ah, genau. Ah, toje. Kettlebell. Sieht man hier, hat ein paar Buchstaben, die nicht gleich sind wie im serbischen Kyrillisch. Das ist wirklich Kettlebell, original russische Bedienungsanleitung. Das ist schon ein Sprunger, wenn Sie. Ja, ja. Also, dann müssen wir. Das wird der richtige Luftschutz. Ich brauch so vor irgendwas hier so. Ja. Weil da ist auch nochmal. Da geht es auch nochmal auf die. Ich meine, wenn du dann überlegst hier. Also. Ich will so und oben hörst du es. Ja, ja, 95 wird das dann hier. Hier seid ihr. Hier sind wir. Schon durch hier. Da kommen wir auch nochmal ein. Was? What is that? Stop, you need to pay membership. Ja? Stop, Clara Nina. Der Satz, der ging schön in Bobs. In Bobs? In Bobs. Oh. Das sah sich nämlich hier auf der scharfen Kante. Und ich denke auf einmal, Frauenfeindlich hoch. 180. Auf jeden Fall. Diskriminieren ist das. Schmuckstück entdeckt. Hat mich hier so dieses Galaxy-Schild hat mich angelacht. 7151. Das war eine alte Zeit. Ne? Peter Gottlob. Ja. Großen Lachgrab. Aber die ist der Tod hier. Boah. Nikumino. Das einzige Wort, was ich kann. Deswegen ist bei mir alles Qualla. Also, er trainiert immer noch jeden Tag. 66 Jahre. Alles am Bench. Sind nur Bench. Sind nur Bench. Elastičnije su. Sie sind elastischer, die russischen. Haben wir was gelernt? Nema ih. In Serbien hat man die nicht, aber er hat die hier gekarrt, weil er hat einfach Fan ist. Ja, sam to dolačiš. Oni doneli od kuće pantera, ja kad me stavite ga.
Was? Der hat es recht. Wir und wo? Eine schöne Spinne da. Stell dir vor, hast du einen schönen Spiegel im Schlafzimmer hängen und dann die Spinne über dir. Wo ist hier? Ja, geradeaus hoch. Nee, weiter links. Da, noch ein Stück. Da. Come on, wait. Push. Five. Four. Three. Oh. Wie war das Training in Slavkos Gym, einem der wahrscheinlich ausgefallensten Studios der Welt? Das ist schon Top 5, würde ich sagen, auf jeden Fall. Das ist schwer zu sagen, ne, was krasser ist. Also ich habe in England habe ich schon ein paar krasse Löcher gesehen. Weil die haben wahrscheinlich nicht so eine Historie. Naja, Dorian Yates ein paar Jahre trainiert hat, hat dann schon die Historie bestanden. Ja, ich meine, von 90 und so hier. Also so bombardiert worden sind die wenigsten wahrscheinlich, ja, das stimmt. Naja, ist auf jeden Fall geile Atmosphäre hier. Aber wie gesagt, ne, mit Heavy Metal noch, ne, ordentlich Musik, dann wäre hier richtig Luft im Mann. Danke, Matze. Danke, Matze. Nichts drüber. Wir wollen ja nicht riskieren, dass das Video blockiert wird. Das stimmt. Ich gönne mir jetzt gerade mal Rocky Raw Designer Way im Hoffmann-Style. Denn der Hoffmann schüttelt nie. Zwei Scoops. Ja, ich habe jetzt nur ein Päckchen. Aber der Hoffmann schüttelt nie, sondern der schwenkt immer nur. Und dann bleiben da so ein paar Bröckchen übrig. Das lutscht immer schön. Ist das so, oder? Ja, teils, teils. Also ich habe ja so einen Mixer im Studio, denn das mag ich auch. Aber der Bequemlichkeit halber meistens mache ich so und weg. Und in der Diät habe ich auch tatsächlich gern Krümchen. Das wollte ich sagen. Kann mich daran erinnern, dass du das mal gesagt hast. Auf jeden Fall, wenn euch unser ausgefallenes Training hier gefallen hat oder unsere ausgefallene Reise, könnt ihr uns immer unterstützen mit meinem Code BEEF oder HOFF im ESN-Shop bei ESN.com. Kriegt ihr mit den Codes immer die besten Rabatte und könnt uns damit supporten. Wir bei Code und so weiter mussten nochmal schnell den Welpen einblenden. Das zieht Sicher. Ihr wollt ja wohl nicht, dass es diesem Welpen schlecht geht, also bestellen mit Code HOFF bei ESN.com. Say hello to my little friend. Was denn TRG Erotike? Das ist der Platz der Erotik. Deswegen. Wohin des Weges? Gleich ein Gerichtsprozess. Angeklagter oder Anwalt? Hör mal, sieht so ein Anwalt aus. So. Manch einer wird sagen, es kommt aufs Gleiche hinaus. Ich bin der Jack von der Titanic. Der etwas muskulösere Jack. Leicht aufgeblasen, Jack. Guck mal hier, zack, zack, zack. Vom Feinsten. Ne?
Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, ne? Deshalb ab und zu muss auch mal sowas sein. Wo hast du denn dieses schöne Schmuckstück überhaupt her? Was ist das? Das ist ein Outfit hier. Von Performer Suits. Oh. Suits. 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 Die richtige Adresse für den unförmigen Mann. Ich wollte gerade sagen, hätte ich fast korpulenten Mann gesagt. Ich glaube, für Korpulente gibt es ja genug, glaube ich. Aber für so unförmige ist es schwierig. Ja, also wer Spaß an sowas hat, so rumzulaufen, muss sagen, hat was. Der, ja, oder bei einer Festlichkeit, einer Hochzeit. Zum Beispiel, genau. Geburtstag, Sicherheitsdienst. Bald ist ja Silvester. Silvester, genau. Ja. Wenn man im Lockdown sitzt, dann will man ja schön aussehen. Naja, es ist ja schon so, dass man ein bisschen mit diesen Proportionen umgehen muss. Weil bei einem Bodybuilder gibt es halt verschiedene Merkmale. Das drückt sich nicht so gut und spannt sich eher. Zum Beispiel bei den Hosen, wenn ich da morgens reinschlüpfe, dann ist es eher locker. Wenn ich den ganzen Tag drin rumlaufe und ich habe einen schönen Pump im Quadrizeps, dann ist die Hose ziemlich eng. Und Performance Suits, die haben dann ein bisschen Stretch mit drin und wissen halt genau, wie man damit umgeht. Und das ist halt für ja, so Proportionen wichtig. Ja, ich habe damals angefangen mit 3 Damen in der Tagschicht. Und ein Jahr später waren es dann 27 Damen. Ne? Hat ja auch irgendwo was. Hast du ein Problem? Ja, ja. Noch ein Problem. Besser ist es. Geh weiter. Die abschließende Frage, die geklärt werden muss an dieser Stelle. Wo ist jetzt der gute Stoff? Mit Stoff machen wir nichts. Wir machen Glücksspiel, Pferdewetten, solche Sachen. Nichts mit Stoff. Gar nichts. Na gut, sieht nicht aus, als wäre irgendwie eine Ratte hier. Aha! Und dann auch noch in dieser Woche mit bis zu 50%. 50%. 50%? 25% auf Designerway. Rabattcode Beef, oder? Bares. Nur mit Baren. Hoff ist das Codewort.